aktuellen Mitgliedszahlen der EKHN sind da. Mehr als 8000 Menschen helfen Flüchtlingen. Dabei ist die Hilfe in den Kirchengemeinden meist sehr konkret. Es gibt Sprachunterricht, Sammelaktionen oder Hilfe bei der Wohnungssuche. Die Zahlen zur Flüchtlingshilfe wurden für das Jahr 2015 das erste Mal von der EKHN in einer umfassenden Untersuchung erhoben. Das Ergebnis? Die Kirchenaustritte sind im Vergleich zum Vorjahr um 20% gesunken. Die EKHN hat rund 1,6 Millionen Kirchenmitglieder. Ein Theologe mit Format. EKHN-Kirchenpräsident Volker Jung hat in Mainz die Ehrendoktorwürde erhalten. Die Universität zeichnet damit seine wissenschaftlichen Arbeiten, aber auch seine Bedeutung für Kirche und Gesellschaft aus. Er wende die Erkenntnisse aus der theologischen Forschung in der Praxis an. Für Jung bedeutet der Ehrendoktor der Mainzer Fakultät eine Verpflichtung, weiter für dieses Miteinander einzustehen. Mit Hilfe von Spenden aus der EKHN haben 16 Frauen in Nigeria ein neues Zuhause bekommen. Der Hilfsverein Widows Care wurde von Mainzer Pfarrerinnen gegründet. Er hilft Witwen, deren Männer von der Terrorgruppe Boko Haram ermordet wurden. Mit der Hilfe aus Deutschland wurden Häuser in einem sicheren Teil des Landes erbaut. Über die nächsten Projekte informiert der Verein auf seiner Website.